Rachau, ein kleines Dorf am hinteren Ende eines Tales, so still und leise und bar jeglichen Trubels, dass vor lauter Langeweile sogar die Uhr dort stehen bleibt. Doch den spätpubertären Dorfwirt quält diese dumpfe Monotonie. Er lechzt nach Abwechslung, zermartert seine grauen Zellen. Was tun gegen diese lähmende Eintönigkeit? Und am Fuße des Teufelsberges kommt ihm dann die Erleuchtung. Er blickt hinauf und meint: Na gut, in Gottes Namen, dann fahren wir heute auf. Aber mit dem Moped. »1995 ward die Idee des Hillclimbings Rachau geboren. Ein Ansinnen, wie es konträrer zur Lebensidylle der Einwohner nicht sein konnte. Die hatten andere Themen. Die schlagbaren Festmeter im Wald, die Quoten der Parademu oder Tonis Freilandeier. Und jetzt sollte sowas urcooles, mega krasses Dingsda-Hillclimbing ins Dorf kommen. Unvorstellbar. Nur einer, der Dorfknecht, beweist Weitblick, zollt der Idee ernsthaften Respekt und Anerkennung.« Also ein Topfen. »1995, das narrische Aufi-Aufi, wie es die Naturbelassenen zu bezeichnen pflegen, kommt tatsächlich ins gottvergessene Rachau im gottvergessenen Tal, wo, nebenbei erwähnt, eine deftige Maulschelle noch allemal mehr zählt als ein Dekret aus dem Weißen Haus. Zu Beginn konnte niemand ahnen, zu welch populärem Höhenflug dieses Ereignis ansetzen wird. Und so wird der Bewerb auch noch richtig bodenständig abgewickelt. Dorffeuerwehr, Landjugend und Sportverein schaukeln den Ablauf. Ganze zwei Polizisten haben Gesetz und Ordnung so ziemlich im Griff. 5000 Zuseher kommen zum ersten Hillclimbing, ein Kulturschock für das 45-Seelendorf. Der Steilhang ist 175 Meter lang, Steigung anfangs 36 Grad, in der Mitte 45 und im letzten Drittel 51, was in Straßensteigung ausgedrückt über 110% ausmacht. Niemand wusste vorher, wie sich diese Steilheit auf die Fahrbarkeit auswirken würde. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, dies herauszufinden. Und gleich ab Beginn wird klar, dass hier gröberer Tobak geschnupft werden wird. Die meisten dieser ersten Aspiranten kommen bis zur kritischen Stelle um die 100 Meter herum, wo der Hang eine Steigung von 45 Grad aufweist. Aber es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass alle diese Piloten ausschließlich zum Wohle der Ersatzteilindustrie unterwegs sind. Manche schaffen zwar weniger spektakulär, aber doch ansehnliche Weiten. Aber viele fahren doch fürs Publikum, zeigen vielfältigste und manchmal richtig ästhetische Akrobatik. Es ist ein fröhlicher Samstagvormittag im Juli 95. Man denkt nichts prinzipiell Schlechtes, als sich der Österreicher Ortwin Bugel im zarten Alter von 54 Jahren auf den Weg in luftige Höhen macht. Der Berg zeigt erstmals unmissverständlich, wie massiv er zurückschlagen kann. Das Motorrad pumpert den ganzen Hang hinunter bis in die Nähe des Ausgangspunktes. Und dieser Absturz wird zum Synonym für das Steilhangrennen Rachau, gibt dem Namen eine eigene Bedeutung. Auf die Zuseher vor Ort und auch in der TV-Welt wirkt dieser Absturz wie ein Spektakelschock. Derartiges war bis dato eher eine zufällige, selten gesehene Ausnahme. Aber hier wird es in Serie gehen. Doch wer glaubt, dass sich nun das Motorrad nur noch im Schrottzustand befindet, irrt. Ein Lenker, ein paar Griffe, ein Hebel, Heck gerade biegen und das war's. Aber auch Bugels Nachfolger lassen sich in Sachen Performance nicht lumpen.
Dieses Gerät schlägt schwer mit dem Kopf auf, deshalb dürften es da schon ein paar Scheine mehr werden. Dieser Fahrer bekommt die ganze Zuneigung seiner Weggefährtin rückvergütet, hat ihr vielleicht den einen oder anderen Ölwechsel vorenthalten. Die Abstürze sehen zum Teil recht katastrophal aus, doch sie verlaufen zumeist glimpflich. Ein paar Schrammen und Abschürfungen bleiben als mittelfristiges Andenken. Die Erklärung: Die Steilheit des Geländes absorbiert die Aufprallenergie. Auch er wird über das Gewicht eines Geländemopeds referieren können. An diesem ersten Hillclimbing Rachau 1995 nehmen rund 250 Fahrer aus 8 Nationen teil. Der Bewerb erstreckt sich über 2 Tage. Am ersten wird das Qualifying gefahren. Die besten 100 sollen dann am Sonntag an den Start gehen dürfen. Doch festgeschriebene Regeln gibt es noch keine. Man agiert flexibel und so kommen doch alle zum Wertungslauf. Am Ende des Bewerbes 95 stehen die ersten Richtdaten fest. Manfred Kainz, Österreich und Günther Rödel, Deutschland, erreichen 158 Meter im Training. Ortwin Bugels Gerätschaft fliegt 65 Meter weit Richtung Ausgangspunkt. Und der Sieger im Wertungslauf wird der Crosser Werner Müller aus Österreich mit 153 Metern. Das Ziel allerdings hat niemand erreicht. Hillclimbing Rachau 1996, die 2. Auflage. Die Premiervorstellung im Jahr zuvor war positiv angekommen, jetzt herrscht Aufwind. Das Steilhangrennen wird auf 3 Tage ausgedehnt, 2 Trainingstage, um sich zu qualifizieren, und 1 Tag Wertungsläufe. Dem Publikum ist es ohnehin egal, ob die Fahrer im Qualifying oder im Bewerb hinunterrasseln, Hauptsache sie kommen. Und so setzt der bunte Reigen nahtlos dort fort, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. An die 350 Fahrer aus 11 Nationen, manche kommen aus Griechenland, Spanien oder gar Südafrika, haben sich eingetragen. Rund 10.000 Besucher wohnen dem Spektakel bei. Die verrückten Outfits nehmen immer mehr zu, der Veranstalter fördert's wohlwollend, zumal ja auch dem Rennen selbst eine gewisse Verrücktheit nicht abzusprechen ist. Und so passt's bestens zum Charakter. Motorstandfestigkeitsprüfung. Er möchte auf diese Festigkeitsprüfung verzichten und hat dafür seine ganz eigene Technik. Fahrer und Motor verschmelzen so zu einer Einheit. Und hat ihn. Dem Motorrad reißt vielleicht noch das eine oder andere Trumm weg, aber dem Stein kann Gott sei Dank nichts mehr passieren. Dieses Ding braucht noch ein bisschen Entwicklungsarbeit bis zur Serienreife. Eine eigene Variante, um das Gerät abrupt zum Stillstand zu bringen.
Airbag Evolutionsstufe 2. Der Helm wäre angeblich ein Sonderangebotsstück gewesen, weil bei diesem Modell der Kinnriemen etwas kürzer gehalten wurde. Karl Fiedler, der Hausmeister hier am Berg und gesetzter Favorit. Ob für extreme Weiten oder Abstürze, ist bis dato noch nicht heraus. Aus dem einstigen Geländelenker wurde ein sportlicher Stummellenker. Qualmende Socke kommt am Hang nicht weit, dafür umso weiter beim Publikum. Karl Schmiedinger ist einer der Urväter der österreichischen Hillclimbing-Szene und ein versierter Kraxler, bis heute zumindest. Beim Hillclimbing in Mollen hat er schon fast peinlich oft gewonnen. Und auch hier glänzt er stets mit eindrucksvollen Weiten. Und dass ihm einmal ein Motorrad entflutscht, war so gut wie undenkbar. Doch dieses Beispiel zeigt, dass auch die Besten nicht davor gefeit sind. Dieser Absturz jedenfalls geht als Rekord in die Rachauer Annalen ein. Und so sieht der Sieger des 96er-Bewerbes aus, Manfred Kainz aus Österreich. Er schraubt sich hinauf auf 150 Meter und so bleiben die Lorbeeren trotz vehementer Versuche Zugereister ein weiteres Mal im Land. Manfred Kainz, Sieger des Hillclimbings Rachau 1996.